sehr, sehr viele der VertreterInnen in dem Rundfunkrat gleichzeitig Posten in der SPD oder in der CDU haben. Also es ist nicht nur so, dass Liberalismus eben überall davor herrscht, sondern die herrschende Ideologie natürlich in jeglichem Medienbetrieb die Leitideologie ist. Die großen Medienkonzerne müssen zerschlagen werden. Die müssen kollektiviert werden, die müssen enteignet werden. Es ist total wichtig, dass wir als anarchistische Bewegung eine unabhängige Medienlandschaft in allen Bereichen aufbauen. Das ist ein ganz, ganz zentraler Teil unseres Kampfes. Tag auch. Willkommen bei Über Tage, dem anarchistischen Podcast. Heute in der 77. Folge sprechen wir über Medien mal allgemein, im Speziellen natürlich um deutsche Medien. Wir hatten das ja bereits angekündigt bei unserer Folge zu deutschen Medien und dem Ukraine-Krieg, dass wir nochmal eine Folge so generell zu unserem Verständnis, zur Geschichte von Medien in Deutschland und zum aktuellen Stand von eben diesen und unserer Kritik daran und auch vielleicht, wie es dann anders aussehen könnte, unserem Verständnis nach. Und das nehmen wir uns heute vor. Und das ist ein wirklich volles Paket, was wir vorbereitet haben. Nach längerem mal wieder eine richtig breitere, vorbereitete Folge. Ja, sowas muss ja auch ab und zu sein. Genau. Da haben wir uns ja wirklich zurückgehalten, das stimmt. Auf jeden Fall. Aber da wir jetzt gerade wieder ein bisschen mehr Zeit haben, um sowas zu produzieren, haben wir das jetzt auch mal bei dem Thema gemacht, ne? Und wir starten dann auch direkt durch mit einer etwas umfangreicheren Übersicht über die Geschichte von deutschen Medien. Und wir starten mit dem Bereich 15. Jahrhundert bis 1933. Man muss natürlich trotzdem dazu sagen, dass es alles grob ist. Man könnte natürlich einen eigenen Podcast nur über die Geschichte der deutschen Medien machen, aber so als Eindruck ist da sicherlich dann einiges schon geboten. Also wir starten eben im 15. Jahrhundert, wo Johannes Gutenberg in Mainz die innovative Technologie der Druckmaschine entwickelt hat. Immer ein guter Startpunkt für geschichtliche Betrachtung, der Buchdruck. Ja. Das ist natürlich eine Technologie, die sich dann sehr schnell in ganz Europa und der Welt verbreitet hat und man kann eigentlich auch sagen, dann letztendlich ein Ausgangspunkt für auch das generell, wenn man jetzt von Medien sprechen will eigentlich. Ja, damals ja auch eng verwoben mit dem Protestantismus. Ja. Also auch ein wichtiger Punkt natürlich zum Erodieren der Macht der katholischen Kirche, also die Verbreitung von christlichen Schriften an einfache Prediger. Nur etwa 100 Jahre später grob erschienen dann in Straßburg und in Wolfsbüttel die ersten Wochenzeitungen und die erste Tageszeitung erschien dann 1650 in Leipzig. Finde ich auch spannend, dass es dann nochmal 40 Jahre gedauert hat, bis es dann auch so erst eine Tageszeitung gab. Die Pressefreiheit wurde 1848 dann in mehreren deutschen Verfassungen festgelegt. Also dann im Zuge von diesen bürgerlichen Zugeständnissen, ja, von der in Anführungszeichen Revolution, gescheiterten Revolution, wenn man es so möchte. Wichtig ist dann auch, dass es in den Jahren zwischen 1871 und 1883 zu der Gründung von den ersten großen Pressekonzernen gab. Also da kann man letztendlich dann davon sprechen, dass es so der Beginn von einer Monopolbildung natürlich dann auch der Weg bereitet wurde damit. Das erste Radioprogramm wiederum entstand dann am 19. Oktober 1923 in Berlin in der Weimarer Republik. Ja, also auch natürlich dann relativ kurz vor der Machtübernahme der Nazis in Deutschland. Und wie ihr sicherlich alle wisst, wurde dann mit eben dieser Radio zu einem ganz wichtigen Medium in Deutschland oder einem wichtigen Propagandamittel mit eben dem Volksempfänger. 1933 wurde dann wiederum natürlich die Pressefreiheit, die es dann vorher gab, abgeschafft. Man muss natürlich trotzdem sagen, dass diese Pressefreiheit auch in der Weimarer Republik schon sehr stark beschnitten war. Es gab ja wirklich sehr, sehr viele Verbote, sowohl von rechten als auch von linken Zeitschriften und Medienprojekten. Ja, und was natürlich auch im Zeitraum der Nazi-Diktatur liegt, ist der Start des ersten deutschen Fernsehprogramms. Und zwar wurde das am 22. März 1935 vom Reichssendeleiter Eugen Hatamowski als Wunder des Fernsehens verkauft. Setzte dann natürlich auch nach 45 seinen Siegeszug fort. Und da wirst du uns jetzt ein bisschen mehr zu erzählen. Ja, sowieso spannend. Ich hatte das gar nicht so auf dem Schirm, dass das Fernsehen da schon gestartet hat. Man
Also ich habe es auch eher so im Kopf gehabt von eben Nutzen von Kino für eben die, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, Wochenschau oder sowas, dann immer einmal die wöchentlichen Nachrichten von den verschiedenen Fronten gab und wo der Führer überall unterwegs ist und so. Aber ja, spannend. Wird dann ja wahrscheinlich noch sehr begrenzt gewesen sein, nur in wenigen Haushalten, privilegierten Haushalten. Ja, das ist ja danach tatsächlich, 45 hat es ja auch noch ein bisschen gebraucht, bis wirklich jeder Haushalt einen Fernseher hatte. Und dann hatten die Leute erstmal was anderes zu tun. Ja, dann hatten die erstmal was anderes zu tun. Aber das ist ja auch was Spannendes. Da könnt ihr sicherlich auch mal mit euren Großeltern drüber sprechen, dass damals Fernsehen ja noch so eine nachbarschaftliche Angelegenheit war. Mhm. Sogar mit meinen Eltern. Ja, also selbst mal in unserer Elterngeneration war das so, dass nicht jeder einen Fernseher hatte und dass ich immer dann getroffen wurde, zusammen mit den Kids aus der Nachbarschaft. Und vor allem, als dann noch der Farbfernseher kam. Das war nochmal eine andere Liga. Genau dann eben im Jahr 45 nach dem Ende der Nazi-Diktatur begann im Nachkriegsdeutschland die Lizenzpresse. Das heißt, dass die ganzen Zeitungen, die damals erschienen, immer die Genehmigung der jeweils herrschenden Alliierten brauchte. Beispielsweise erschienen dann am 24. Januar die Aachener Nachrichten unter der amerikanischen Kontrolle in der Besatzungszone. Am 15. Mai die tägliche Rundschau unter sowjetischer Kontrolle und am 4. Mai 1945 begann Radio Hamburg sein Programm. Oh, also noch mit dem Vorrücken dann vom Westen. Das ist aber wirklich schnell. Und am 12. Mai startete Radio München in der amerikanischen Besatzungszone das Programm. Und so ähnlich setzte sich das dann auch in allen anderen Besatzungszonen fort. Nach und nach gab es wieder eben unter Kontrolle und der Einflussnahme der Alliierten, neue Medien im neuen Deutschland. Und 1946, das ist noch spannend, erschien dann auch die Erstausgabe von Die Zeit und Hör zu. Das kennen ja vielleicht noch manche, zumindest bezüglich der Hör zu, vielleicht aus den von den Fliesentischen eurer Omas. Auch noch andere große Namen wie Der Spiegel erschienen dann am 4. Januar 1947, Der Stern und Die Welt am Sonntag erschienen erstmals dann 1948. Dann gab es auch eine große Neuerung, nämlich die öffentlich-rechtlichen Anstalten. Vorher war das ja größtenteils eine private Angelegenheit. Und da gründete sich im Jahr 1948 der Nordwestdeutsche Rundfunk am 1. Januar und der Hessische Rundfunk HR am 2. Oktober. Nach und nach kamen dann auch die anderen Rundfunkangebote dazu. Ein ganz großer Meilenstein war dann auch die erste vom NWDR ausgestrahlte Fernsehsendung 1948, die von Adolf Grimme begeistert angekündigt wurde mit: Durch diese Zauberschale wird die Ferne zur Nähe werden und der Raum zwischen uns und fremden Ländern wird wie aufgehoben sein. Das Schicksal der anderen wird künftig mitten in unserer eigenen Stube sein. Ja, und durch das Inkrafttreten des Grundgesetzes am 24. Mai 49 wurde dann auch die Lizenzpflicht in den Westzonen aufgehoben. Und der Artikel 5 im Grundgesetz garantiert seitdem die Pressefreiheit. Ja, am 9. Juni 1950 ging es dann weiter in Richtung von einem vereinten Sender der öffentlich-rechtlichen Anstalten, und die 6 Landesfunkanstalten gründeten dann mit beratender Stimme von RIAS Berlin die ARD. Und in der DDR war man währenddessen natürlich auch tatkräftig, und dort wurde 1952 von der SED unter Walter Ulbricht alle Regionalsender aufgelöst und ein staatliches Rundfunkkomitee gegründet, welches die Sender Berlin 1, 2 und 3 und den DDR-Fernsehsender in Adlershof zentral steuerte. Ja, und auch in der DDR kam es dann am 21. November 1952 zu einem ganz besonderen Geburtstagsgruß, nämlich zu Ehren des 74. Geburtstages vom großen Josef Stalin wurde die Aktuelle Kamera die erste öffentliche Nachrichtensendung in der DDR ausgestrahlt. Das ist doch ein schöner Anlass. Ja, das ist doch auch ein tolles Geburtstagsgeschenk. Im selben Jahr erschien dann auch jetzt einer der großen Meinungsmacher das erste Mal, nämlich das Boulevardmagazin Bild. Und tatsächlich auch am 1. November 1954 ging die Erstausgabe der jungen Zeitschrift Bravo über die Theke. Wir haben gerade schon drüber gesprochen, 67 wurde dann das Farbfernsehen offiziell vorgestellt, und auch die Bild-Zeitung hat bis dahin ziemlich viel fragwürdige Arbeit geleistet,
denn die 68 dann eskalierten Studentenunruhen forderten nach dem Attentat an Rudi Dutschke, gegen den die Bild-Zeitung damals auch eine riesige Schmutzkampagne gefahren hatte, mit der Forderung enteignet Springer. Was natürlich die Bild auch entsprechend beantwortete mit diversen Todesdrohungen, die gegen Rudi Dutschke ausgesprochen wurden und ja, die ja dann auch wahrgemacht wurden, auch wenn er den Anschlag auf sein Leben dann noch längere Zeit überlebte, auch er, dann er später und Folgen daran starb. Weiterhin wurde auch 1977 von Alice Schwarzer die alternative Frauenzeitschrift Emma gegründet, die es ja auch bis heute gibt. Und seit den 1980er Jahren gab es dann auch, beginnend mit den Kabelpilotprojekten 1984, ein neues duales Rundfunksystem, wo dann eben zu den öffentlich-rechtlichen Rundfunkangeboten auch kommerzielle Rundfunkangebote dazu kamen. Finde ich auch krass, das ist ja relativ spät, ne? Also, wenn man sich das überlegt, dass das Privatfernsehen dann letztendlich erst Mitte der 80er Jahre eigentlich erst richtig aufkam und davor noch gar nicht so richtig existent war. Zum Beispiel RTL ist ja eine Geschichte, die erst dann 1993, also meinem Geburtsjahr, entstand. Und da ist natürlich dann ein großer Wandel auch stattgefunden. Ja, absolut. Beispielsweise vorher gab es ja recht wenig Werbeangebote im Fernsehen, was dann ja stark zugenommen hat und womit dann auch Fernsehen in Deutschland natürlich spannender für Werbetreibende wurde. Aber gleichzeitig, das wird ja dann auch immer gesagt, hat sich eben die Sendervielfalt stark erhöht. Man kennt ja da auch irgendwie die Erzählung von den drei Sendern, die es dann damals gab, wo sich dann eben darum gestritten wurde, welcher jetzt angemacht wird. Also die Privatsender, die haben sich auch dadurch verkauft, dass sie eben andere Genres vor allem bespielt haben. Zum einen eben Comedy, die nicht nach dem klassischen Satireprinzip funktioniert hat. Da gab es dann viel von sehr amerikanisch beeinflusster Stand-up-Comedy und so Comedy-Programm. Aber auch Daily Soaps wurden zu einem absoluten Steckenpferd von den Privatsendern und sind es ja zum Teil auch bis heute. Passend zum Ende und der Annexion der Deutschen Demokratischen Republik hob diese dann auch 1990 das Einfuhrverbot für bundesdeutsche Presseprodukte auf und beschloss am 5. Februar Meinungs-, Informations- und Medienfreiheit zu gewährleisten. Wobei man da ja auch sagen muss, tatsächlich war es ja gerade in den grenznahen Gebieten damals eben gang und gäbe, auch in der DDR eben Westsender mitzuhören. Außer eben in Teilen von Sachsen, wo man ja, glaube ich, deswegen bis heute das immer das Tal der Ahnungslosen nennt. Ohne jetzt Ossi-Bashing hier betreiben zu wollen, ganz wertneutral einfach wiedergegeben. Dann kam es natürlich mit der Einführung des Internets auch nochmal zu einer großen Revolution und seit 1997 wuchsen dann die Zahlen auch kontinuierlich an. Beispielsweise wuchs die Zahl dann von 4,1 Millionen Internetnutzern im Jahre 1997 auf 28,3 Millionen Nutzer im Jahre 2002 an. Das ist natürlich dann auch ein gigantischer Sprung und ja, ein Trend, der sich bis heute eigentlich fortsetzt und das Internet als das zentrale Medium etabliert. Ja, wie ist der Stand jetzt in Deutschland, was die Presse, was die Medienlandschaft angeht? Wir haben in Deutschland 352 Zeitungen, 27 Wochenzeitungen, 7 Sonntagszeitungen, 2450 Publikums- und 3753 Fachzeitschriften, die regelmäßig produziert werden. Das ist aber ein Stand von 2009, also da hat sich auf jeden Fall auch nochmal deutlich was verändert. Ist ja schon ein Markt, der immer so auch schwankt. Den größten Teil von diesen diversen Medien werden auch von den großen Konzernen Axel Springer, die Bauer Media Group, Bertelsmann, Huberta, Burda Media und die Funke Mediengruppe herausgegeben. Da werden wir auch gleich, denke ich, noch ein bisschen genauer drauf eingehen, was es damit auf sich hat und wie genau die deutsche Medienlandschaft verfasst ist und wie sie organisiert ist. Es gibt außerdem noch 18 Nachrichtenagenturen, von denen natürlich dann die Deutsche Presseagentur, die dpa, und das Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND, die bedeutendsten sind. Da ist es ja auch immer spannend, finde ich, zu sehen, wie dann, wenn dpa was rausgibt, dass auf wie viel Plattformen das halt landet. Das ist wirklich so. Es gibt so viele Medien, die einfach nur so zu 100% komplett einfach nur abkupfern, was dpa eben rumschickt, ne? Die gar keine eigene Rechercheabteilung mehr haben und die einfach nur das halt übernehmen, was da publiziert wird. Aber das ist ja auch im Endeffekt das Geschäftsmodell, ja, von dpa. Die verkaufen ja
dieses Produkt journalistische Ware. Ja, klar. Die auflagenstärkste überregionale Zeitung ist mit Stand von 2020 immer noch natürlich die Bild mit einer Auflage von 1,18 Millionen, allerdings sehr, sehr abfallender Auflagezahl, schönerweise. Und dann als zweites mit wirklich sehr großem Abstand die Süddeutsche Zeitung mit dann nur noch 300.000 in der Auflage. Ja, und zu den größten regionalen Zeitungen gehören die Westdeutsche Allgemeine mit 400.000 in der Auflage und die Rheinische Post mit immerhin noch 260.000 in der Auflage. Daneben gibt es natürlich eine ganze Menge von politischen Magazinen wie dem Spiegel oder eher noch populärer ausgerechnet als der Spiegel, Magazine wie Stern und Fokus, wobei auch Spiegel ja mittlerweile eigentlich sich nicht mehr so stark von Stern und Fokus unterscheidet. Zumindest immer weiter in diese Richtung geht, dass man einfach sehr, ja, von wegkommt von diesen tiefergehenden Analysen und mehr so populäre Berichterstattung mit Schlagzeile und reißerischem Inhalt. Wie sieht es beim Radio aus? Beim Radio haben wir ein dual geprägtes System, was vor allem regional ausgerichtet ist. Es teilt sich dann auch wieder auf in einen öffentlich-rechtlichen Hörfunk, der sich durch die Rundfunkbeiträge finanziert und private Radioanbieter, die ihre Erlöse dann überwiegend aus Werbung erzielen. Ende 2016 waren weit über 300 Rundfunkanbieter registriert, davon rund 290 kommerzielle und mehr als 60 öffentlich-rechtliche Programme der ARD. Im Bereich des Fernsehens gibt es über 145 Fernsehsender, die ja hauptsächlich wie ein überraschtes Wirtschaftsunternehmen sind und ihren Fokus auf der Gewinnmaximierung des Gewinnerzielens haben. Den Markt teilen sich aber ungefähr zur Hälfte die öffentlich-rechtlichen Sender, also ARD, ZDF und die seit, wie von uns vorhin schon beschriebenen, seit 1984 existierenden Privatsender. Zum Schluss noch der Bereich der Online-Medien. Es gibt natürlich viele verschiedene Zeitungsangebote, wie jetzt dem Spiegel zum Beispiel, die sehr stark umschwenken auf den Online-Bereich, weil eben die Auflagen so stark fallen und sie natürlich ihr Geschäftsmodell irgendwie weiter fortexistieren lassen wollen. Und da ist natürlich der Online-Markt dann eigentlich, ja, einer der Bereiche, wohin man dann noch sich entwickeln kann als so ein Zeitungsprojekt. Spiegel Online erzielt tatsächlich eine wöchentliche Reichweite von 15%, jetzt wenn man jetzt die gesamten Online-Medien, die es sonst noch so gibt, auch von ARD und anderen nimmt, T-Online und so weiter, da ist Spiegel Online tatsächlich der größte Anbieter mit knapp 15%. Ein weiteres Medium, auf das wir heute jetzt nicht eingehen werden, ist der Bereich der Videospiele. Da haben wir auch schon mal eine Folge zu gemacht, die Folge 15 tatsächlich. Wenn euch das nochmal interessiert, einer unserer eher unterschätzten oder unserer eher unbekannteren Folgen, die wahrscheinlich nicht so viele Leute gehört haben, könnt ihr gerne nochmal in dem Bereich die Folge 15 nochmal reinhören. Ja, und jetzt wollen wir nochmal genauer auf die Organisationsform öffentlich-rechtlicher Rundfunk eingehen. Beziehungsweise ist das ja auch eine rechtliche Form. Ja, und das Ganze ist ja auch für die Bundesrepublik eigentlich die traditionsträchtigste Form von wie Medien gemacht werden. Es ist auch ganz spannend. Tatsächlich ist es so, dass in ganz Europa nur Monaco ohne einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist. Und auch sonst ist das ein Konzept, was in vielen Staaten weltweit so existiert. Wobei man auch dazu sagen muss, Deutschland hat tatsächlich da ein außergewöhnlich umfangreiches Angebot. Das Ganze wird ja von Rechten gehasst, von Liberalen bis Konservativen geliebt und von euren Großeltern vergöttert. Aber dann schauen wir uns doch mal genauer an, was hat es jetzt eigentlich damit auf sich, wie wird das finanziert und wie wird dort entschieden? Erstmal lässt sich sagen, die Finanzierung ist recht simpel geregelt, die kennt ihr nämlich alle, das ist dieser schöne Brief, den ihr, wenn ihr bestimmte Klassifikationen erfüllt, ein bestimmtes Alter und nicht davon ausgenommen seid, weil ihr beispielsweise, glaube ich, BAföG bezieht, da muss man es ja nicht zahlen, dann kriegt ihr immer diesen Brief, wo ihr dreimonatlich eben Rundfunkgebühren bezahlt und so wird das in Deutschland eben auch finanziert. Das Ganze ist auch neben privaten und staatlichen Organisationen eben die dritte rechtliche Form, wie Medienanstalten organisiert sind. Also es unterscheidet sich auch nochmal eben von einem rein staatlichen Sender, wie es beispielsweise Russia Today ist.
Dadurch, dass eben die Steuerung über Räte mit Vertretern aus der Öffentlichkeit funktioniert, das Ganze wird dann gesetzlich bestimmt, aus welchen Organisationen diese Vertreter kommen müssen. Und diese können dann von diesen gewählt werden oder einfach ernannt werden. Das ist den einzelnen Organisationen selbst überlassen. Die ganze Zusammensetzung ist dann eben landesabhängig auch nochmal sehr unterschiedlich. Beispielsweise ist es dann so, dass im Bayerischen Rundfunk, im BR, keine Vertreter von queeren Verbänden sitzen. Da kann man jetzt sicherlich viele Erklärungsansätze machen, warum das gerade in Bayern der Fall ist. Ist das in anderen Verbänden dann der Fall? Dass in allen, okay. Außer in, obwohl ich glaube, es gab noch eine andere Rundfunkanstalt, wo es keine Vertreter aus queeren Verbänden gibt, aber BR ist da das Größte. Mhm. Ja, es gibt natürlich in Deutschland dann auch Bundessender, also ARD, ZDF, die dann eben überregional sind. Regionale, wie den Bayerischen Rundfunk, MDR, der einen Großteil von Ostdeutschland abbildet, den WDR oder auch staatenübergreifende Sender, wie beispielsweise Arte, der dann eben deutsch-französisch funktioniert, und diverse Radiosender, hast du ja gerade schon angesprochen, Fernsehsender und neuerdings auch Engagement im Internet. Und jetzt wollen wir uns doch mal angucken, wie schaut das denn eigentlich dann am Beispiel vom ZDF-Rundfunkrat aus? Also, wie gesagt, der Rundfunkrat entscheidet eben dann im ZDF darüber, was soll gesendet werden, was wird anders gemacht. Im Endeffekt ist der Rundfunkrat die Regierung vom ZDF. Natürlich werden da nicht alle Entscheidungen getroffen, sondern wie in der Regierung auch. Der Rest wird dann eben den ganzen untergeordneten Stellen überlassen. Aber das ist eben die höchste Instanz, die darüber entscheidet, was jetzt in dem Sender gemacht wird. Erstmal muss man sagen, die Leute, die da eben im Rundfunkrat sitzen, das ist alles Ehrenamt mit Vergütung. Sprich, die werden nicht direkt bezahlt, sondern kriegen eben einen gewissen Betrag dann als Ersatz für die Leistung, die sie da eben abgesessen haben. In der Amtsperiode 2020 bis 2024 hatte der Rundfunkrat 60 Mitglieder. Davon waren 16 Vertreter der Bundesländer mit Regierungsposten, 2 Bundesvertreter, 5 aus den katholischen Kirchen, der evangelischen Kirche, und auch ein Vertreter vom Zentralrat der Juden und dann 37 weitere Vertreter von unterschiedlichsten Organisationen, beispielsweise vom Deutschen Gewerkschaftsbund, dem NABU, Sportverbänden, einem Museumsverband, einem Islamverband, tatsächlich auch vom Vertriebenenverband und, das fand ich auch sehr skurril, ein Vertreter vom Verband der Opfer des Stalinismus e.V. Das ist so ein antikommunistischer Verband, der vor allem eben in ganz großen Anführungszeichen die DDR-Diktatur aufarbeiten möchte, aus einer rechten Perspektive. Da muss man auch sagen, für den ZDF ist es so, dass sehr, sehr viele der VertreterInnen in dem Rundfunkrat gleichzeitig Posten in der SPD oder in der CDU haben. Gerade eben bei den Bundesländern dann natürlich auch hohe Posten innehaben. In den Landesverbänden ist das natürlich wegen den unterschiedlichen Bundesländern nochmal politisch ein bisschen anders. Beispielsweise hat man in Ostdeutschland natürlich mehr VertreterInnen von der Partei Die Linke sitzen. Oder beispielsweise dann in kleineren Städten gerne auch mal irgendwelche grünen Leute oder von der FDP. Wie gerade schon gesagt, die Finanzierung in Deutschland läuft eben primär über die Rundfunkgebühren, aber manche Staaten machen das dann auch noch stärker über Staatsfinanzen, da sind die Niederlande ein Beispiel, da ist es dann eher so, dass die Finanzierung über den Staat läuft, was ja im Endeffekt hier auch über einfach nur eine ausgesonderte Steuer passiert, aber gleichzeitig, es geht halt immer darum, dass der Öffentlichkeit in Anführungszeichen, wie wir gerade gesehen haben, die Kontrolle über diese Medien überlassen wird. Beispielsweise gibt es dann aber auch Staaten, die noch viel stärker auf Werbung setzen, als das in Deutschland der Fall ist. In Deutschland kennt man es natürlich auch, da gibt es dann auch die Schaltung ab und zu von Werbung, beispielsweise von der Tagesschau, wo es immer, glaube ich, den einzigen Werbeslot für Trigema gibt. Das Ganze ermöglicht dann natürlich aber auch, gerade hier in Deutschland, eine Beständigkeit und Sicherheit auf dem Markt, weil die Finanzierung dauerhaft gegeben ist, weil sie einfach vom Staat eingetrieben wird. Der Staat treibt dann eben dieses Geld für diese Rundfunkanstalten ein und deswegen ist das Ganze nicht so stark von Einschaltquoten und damit auch den Werbeeinnahmen verbunden. Aber gleichzeitig erhöht das natürlich auch die Möglichkeit von öffentlichem Druck und es gibt ja auch inzwischen eine sehr große Anti-GEZ-Bewegung, die dann sagt, ich zahle doch kein Produkt, das ich nicht konsumiere. Eine Neuerung von öffentlich-rechtlichem Rundfunk ist jetzt die Ausweitung ins Neuland Internet. Das Ganze war natürlich mit ziemlich viel rechtlichen Hürden gespickt und wurde immer kritisch, wie auch alle anderen Sachen, die eben die Öffentlich-Rechtlichen machen, von den anderen Marktteilnehmern beäugt. Aber natürlich gab es auch interne Kritik. Ja, und da ist jetzt das Steckenpferd, was wahrscheinlich viele von euch kennen, das Medienangebot Funk. Das Ganze wird finanziert
durch den ARD und den ZDF zu 2/3 und 1/3. Der Content wird sowohl durch die Anstalten selber erschaffen in ARD und ZDF oder aber auch Firmen erhalten die Aufträge von Funk, dann eben dort etwas zu produzieren. Oder es sind einfach Content Creator, die später in das Netz geholt wurden, wie beispielsweise, kurz gesagt, das kennt ihr vielleicht mit diesen süß animierten Videos, oder MyLab. Das Ganze hat einen ziemlichen Fokus auf Bildung und Journalismus, aber es gibt auch Webserien wie beispielsweise Druck, die dort produziert werden. Das Ganze ist auch aufgeteilt in unterschiedliche Kanäle. So, es gibt dann inzwischen zahllose Formate. Das Ganze läuft eben nicht dann nur auf einem Kanal Funk, aber es ist eben dann immer alles gelabelt und wird dadurch auch finanziert. Ja, und abschließend kann man vielleicht noch sagen, Funk hat in den meisten Fällen eine ziemlich klare linksliberale Ausrichtung, weswegen auch Funk inzwischen eigentlich das Hassmedium gerade der neuen Rechten geworden ist und Konservativen und so klassischen Rechtsliberalen, die sich im Internet rumtreiben, eben wegen ihrem Fokus auf so linksliberale Fragen, gerade um Identität, Gender, Rassismus etc. und damit natürlich auch eine grandiose Zielscheibe eben für neue Rechte. Ja, wie werten wir die Medienlandschaft in Deutschland, also diese Medienlandschaft, die wir jetzt hier besprochen haben? Natürlich gibt es auch über diesen ganzen Bereich eine unabhängige Medienlandschaft. Wir zum Beispiel über Tage gehören ja letztendlich auch zu einer unabhängigen Medienlandschaft in Deutschland, wenn man so will, oder einer Gegenöffentlichkeit. Aber wie werten wir letztendlich diesen gesamten offiziellen Bereich, den wir jetzt hier gerade vorgestellt haben? Ich finde, das muss man auf jeden Fall differenziert betrachten. Das kann man nicht einfach so ganz klar sagen, so und so und fertig, weil das Ganze natürlich unterschiedliche Ebenen hat. Ich denke, auf der einen Seite ermöglicht natürlich, dass das Ganze in öffentlicher Hand liegt. In öffentlicher Hand in Anführungsstrichen muss man natürlich auch dazu sagen, weil Öffentlichkeit in diesem Fall bedeutet ja auch, wie du das ausgeführt hast, schon eine sehr, sehr starke Regierungslast, also dass eben SPD und CDU-Leute sowohl inhaltlich als auch strukturell das Ganze schon sehr stark kontrollieren und dementsprechend auch inhaltlich prägen, aber es ist ja trotzdem nicht 100% so, und dadurch, dass halt eben die Öffentlichkeit daran halt auch teilhaben kann, ermöglicht das Ganze natürlich auch ganz viele interessante Sachen und spannende, auch ziemlich unabhängige Formate. Wie jetzt halt zum Beispiel sowas wie Monitor, was mir mal als erstes einfällt, was halt ein tolles Format ist, wo ja so eine Art von radikal-demokratischer Journalismus läuft. Oder jetzt, man kann vielleicht auch noch so Geschichten dazu zählen wie das Neo-Magazin Royal oder so, wo man auch wirklich dann merkt, okay, die geben sich auch Mühe, trotz dass sie halt daraus finanziert werden, auch immer mal wieder auch eine Kritik daran zu fahren oder jetzt nicht einfach nur eine Regierungsposition abzubilden oder so. Das merkt man schon sehr deutlich und das, finde ich, muss man auch differenzieren und benennen. Auf der anderen Seite ist es aber natürlich trotzdem so, dass wir uns keine Illusion darüber machen müssen, dass ein Großteil dieser gesamten Medien eben abhängig ist von sehr wenigen Leuten, weil wir speziell in dem Nachrichtenbereich einfach eine sehr hohe Machtkonzentration auf solche Medienhäuser wie Springer und Bertelsmann und so weiter halt eben haben, die natürlich einfach nur richtig abgefuckte Bonzen sind und dementsprechend ihre Politik dort auch vertreten. Und ich finde, das merkt man in so einem Alltagsgeschäft, wenn es um jetzt nicht sonderlich viel geht, da ist das keine so große Rolle. Aber immer wenn es drauf ankommt, also wenn es wirklich richtig spannend wird im Kontext von so Krise und Krieg und so, also gerade speziell nicht die Situation, die wir jetzt erleben, dann merkst du wirklich, dass das von dem, was da an Positionen vertreten wird und dem, was da vermittelt wird, je nachdem, wie hoch dann auch der Druck ist von den entsprechenden Regierungsparteien und der Kapitalistenklasse in Deutschland, die dann halt eben natürlich bestimmte Interessen dann auch vertritt in einer eigenen Standortpolitik, dass da dann du nur noch am Rand von dieser gesamten Medienlandschaft auch andere und differenziertere Positionen findest. Das ist einfach im Kontext zum Beispiel zu der Ukraine-Krieg gerade, da gibt es halt kaum eine differenzierte Medienlandschaft überhaupt noch. Die ist eben eingeschossen auf eine ganz, ganz klare Politik, die auch von oben angeordnet ist. Und das, finde ich, muss man eben auch beides sehen. Das dritte Element wäre jetzt vielleicht noch, dass eben dieser gesamte Bereich von, dass so eine Grundideologie in allen Medien eben vorhanden ist. Du hast es halt gerade schon erwähnt, mit, dass das auch dann das Haupthassobjekt von so der neuen Rechten ist, dass eben dort der Liberalismus als Leitmotiv letztendlich aller dieser Medien gilt.
überwiegend stimmt das auch als Kritik, würde ich sagen. Und das halt eben auch, sag ich mal, mit den Vor- und Nachteilen des Ganzen. Weil auf der einen Seite haben wir natürlich jetzt mittlerweile eine sehr tiefgehende Auseinandersetzung mit bestimmten Thematiken wie Genderfragen und so weiter, was ja auch seine Vorteile hat. So was, was wir auch teilweise gut finden. Aber auf der anderen Seite, naja, ihr kennt ja unsere Meinung zu Liberalismus wahrscheinlich und Ja, ich würde das vielleicht nochmal darum ergänzen, dass man ja sagen muss, also es ist nicht nur so, dass Liberalismus eben überall davor herrscht, sondern die herrschende Ideologie natürlich in jeglichem Medienbetrieb die Leitideologie ist. Die kann sich dann unterschiedlich, je nachdem ausformen, aber im Endeffekt vertreten natürlich diese ganzen Medienhäuser nicht die Regierungsposition der jeweiligen Regierung, aber doch die Regierungsposition, sprich in Deutschland ist die Form des Wirtschaftens eben das kapitalistische Wirtschaften und das Ganze wird über eine Bundesregierung dann verwaltet und dann streitet man sich eben darüber, ob das jetzt gerade gut oder schlecht verwaltet ist. Wenn es dann eben eine etwas sozialdemokratische Regierung ist, dann schmeckt das eben der Bild nicht. Wenn es eine etwas konservativ neoliberalere Regierung ist, dann schmeckt das eben der Zeit oder der Süddeutschen nicht. Darin unterscheiden die sich dann. Und das Zweite, was vielleicht auch nochmal für die Medienlandschaft in Deutschland ganz wichtig zu sagen ist, was ja auch ein Leitmotiv ist, was sich dort überall durchzieht, ist noch stärker als woanders, dass man eben ganz klar sagt, das, was hier gemacht wird. Und das ist vielleicht nochmal besonders herauskristallisiert in den öffentlich-rechtlichen Medien. Das ist neutrale Meinungsbildung. Das ist neutraler Journalismus, den wir hier machen. Ja. Eine journalistische Beschäftigung hat immer den Anschein, behauptet immer von sich neutral zu sein, das stimmt, und hat immer den blinden Fleck, nämlich die eigene Beobachterposition. Das finden wir so überall. Aber nochmal besonders stark ist das natürlich in dem eigenen Bild hier. Man tut so, als würde man nicht politisch handeln, was man beispielsweise dann in einem Medium wie Russia Today, zumindest das, was selber in Russland gesendet wird, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, nochmal deutlich anders ausschaut. Das ist natürlich aber auch eine Position, die perfekt zum Liberalismus passt. Der Liberalismus, der einfach nur sagt, was wir hier bieten, ist freies Wirtschaften, ist freie Meinungsbildung, sind freie Menschen, die frei Waren miteinander austauschen und dann irgendwie gemeinsam eine freie Regierung bilden. Was auch immer diese Tautologie dann bedeuten soll, da kann man ja in unsere Staaten gucken und dann sieht man, was eine freie Regierung ist. Und das ist eben auch eine Art natürlich von Journalismus und von einer herrschenden Leitlinie da drin, die besonders gefährlich ist, weil zumindest ich merk's auch immer wieder, dass ich eben diesem Anschein verfalle, dass ich mir dann denke, wenn auf einmal eine total hirnrissige Reportage beispielsweise jetzt in dem Fall über den Ukraine-Krieg kommt, wo ich mir einen Kopf packe und mir denke, das müssten die doch eigentlich besser machen, das geht doch gar nicht, wie sehe ich mich dann moralisch total darüber empör, wie kann das denn sein? Das ist ja purer Unsinn und sonst machen sie doch eigentlich was Gutes. Und ich glaube, das ist was man nie verfallen sollte. Es ist jetzt kein Plädoyer für irgendwie Abschaffung des öffentlich-rechtlichen Rundfunkes oder dass man das nicht mehr konsumieren soll. Wir haben ja mehrfach auch selber gesagt, dass wir sehr viele Formate dort sehr schätzen. Und ich denke auch, dass der tatsächlich auch ganz im Ernst, dass aus einem Reformschritt der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch einige Vorteile gegenüber privaten Medienunternehmen bietet. Weil, wie gerade gesagt, das ist im Endeffekt von dem, was dort vertreten wird, kein Deut besser. Aber nichtsdestotrotz ist das was ich immer wichtig finde, dass man das eben im Hinterkopf behält, wenn man über Journalismus und wenn man über Medien spricht. Weil sonst tappt man da ganz schnell in eine Falle und geht dieser ganzen Idee von Neutralität auf den Leim. Wen ich da mal wirklich hervorheben möchte, das ist natürlich auch ein glänzendes Beispiel für dann tatsächlich einen unabhängigen Journalismus, auch wenn er nicht ganz unkritisch gesehen wird, ist Peter Scholl-Latour. Er muss einfach erwähnt werden, wenn wir über Medien in Deutschland sprechen, weil er ist für mich ein Journalist, der natürlich auch seine eigene Prägung hat, der natürlich auch durch seine Erfahrungen in seiner Auslandsberichterstattung, wo er natürlich dann auch viel in Kontakt war, sowohl mit islamistischen Gruppierungen als auch mit kommunistischen Gruppierungen und so weiter, also dieser gesamten Beschäftigung mit letztendlich antiimperialistischen Bestrebungen in unterschiedlichster Form, natürlich auch eine gewisse Prägung mitgenommen hat. Aber er ist halt wirklich ein Journalist, der wirklich versucht hat, unvoreingenommen an die Dinge heranzugehen und selbst wenn er eine eigene Prägung hatte,
die nicht zu stark einfließen zu lassen in dann die endgültige Berichterstattung, die gewesen ist. Ich weiß nicht, ob ihr diese gesamten Sachen wie Y-Kollektiv und Frage und wie diese ganzen Formate, die vom Funk finanziert sind, diese ganzen eher so hippen Formate, wo dann so junge Arbeit ist immer noch illegal in Deutschland. Junge Journalistinnen, die gerade irgendwie aus dem Studium raus sind, sich da austoben können und wo das dann fast immer wie so ein Vlog aufgebaut ist, also wo die Leute wirklich dann so, ah ja, wie geht's mir jetzt hier gerade und oh, das ist alles ganz schrecklich und wie sehe ich das denn und habe ich jetzt einen Bauchkrummen oder nicht bei dem, was ich jetzt hier erlebe, wo eigentlich zu 80% ich nur noch höre, was diese Leute für eine Meinung haben und was sie dazu denken, was oftmals einfach nur schrecklich ist und die Leute haben selber meistens gar keine Ahnung und dann stellen sie dann im Internet zur Schau, dass sie eigentlich ahnungslos sind, was das Thema angeht und die Leute, die sie halt befragen, die sich mit dem Thema auskennen oder die von dem Thema betroffen sind, die bekommen so gefühlt 20% Screentime und dann höre ich wieder 80% dessen, wie sich diese eine journalistische Person jetzt dabei fühlt, was sie dazu denkt. Und das ist genau umgekehrt gewesen bei Peter Schollatour, um das nur als Beispiel zu nehmen. Er hat eben zu 80% einfach die Leute sprechen lassen. Wenn er dann da irgendwo bei den Vietcong eine Reportage gemacht hat, dann hat man halt eben einfach die Vietcong reden gehört und er hat dann halt noch so beschrieben, wie das alles so passiert ist, wie sie aufgenommen wurden und so weiter, was ja auch spannend ist und wie er das so wahrgenommen hat. Aber das ist doch eigentlich, was ich hören will. Ich will doch von einem Journalisten, von einer Journalistin, will ich doch einfach nur die Geschichten aufbereitet bekommen und generell von Medien und will nicht alles immer durchgewertet bekommen. Das ist das, was ich halt für so einen unabhängigen Journalismus oder für so eine unabhängige Medienlandschaft eigentlich als ideal empfinde, wenn man jetzt von so einem öffentlich-rechtlichen Geist auch ausgeht, dass das möglichst neutral ist, so in der Aufmachung erstmal. Und dass ich mir selber sozusagen aus dem, was ich sehe, dann auch meine Schlüsse ziehe. Und das ist etwas, was sehr, sehr, sehr selten geworden ist. Das gibt es. Aber es fällt mir jedes Mal auf, wenn ich sehe, und das zeigt halt auch, dass es selten ist, dass ich es sehe. Ich glaube, das hat auch wirklich viel mit dieser ganzen Entwicklung vom Internet tatsächlich auch zu tun. Dass dieser Journalismus probiert mitzuhalten mit dem Zeitgeschehen, wo wir wirklich eine schnellere Taktung von den Ereignissen, von den Nachrichten haben und man einfach schneller da dran ist und das gesamte Weltgeschehen ja einfach sehr stark beschleunigt auch ist. Und um eben überhaupt noch in so einem kapitalistischen Sinne in der Konkurrenz zu anderen Kapitalunternehmen, die Medien betreiben, da konkurrenzfähig zu sein, musst du eben diese Taktung und diese Schlagzahl und dieses Reißerische immer erhöhen, damit die Leute überhaupt das noch wahrnehmen. So ist ja die Ideologie dahinter und die Rechnung, die davon ausgeht. Ich glaube noch nicht mal, dass das 100% so ist. Und da ist schon was dran, aber nicht 100%, weil es gibt auch, glaube ich, viele Menschen, die gerade deswegen das auch wertschätzen, wenn man das halt eben nicht so macht, weil es halt so üblich geworden ist. Aber ich glaube, das ist ein Teil des Aspektes, was dahinter steht. Dass einfach diese Überflutung von und diese Taktung der Ereignisse, dass dem eben alle so hinterherlaufen. Ich denke, es gibt eine sehr große Angst davor, eben einfach Leuten eine Bühne zu bieten. Und das ist ja auch tatsächlich eine Kritik, die immer und immer wieder auch gerade von links kommt, eben daran, dass beispielsweise jetzt Islamisten oder Nazis, was auch immer, Screentime bekommen, entweder generell, dass man sagt, nein, die Leute sollten nicht interviewt werden, das baust du nur auf, das nützt dir nur, die können sich jetzt da darstellen. Oder halt, wenn überhaupt, muss das maximal eingeordnet werden. Und ich glaube, das ist ein Credo, was auch eben viele dieser Leute übernommen haben, wo man sagen kann, zum einen stimmt das natürlich, aber dann sollten im Endeffekt diese Stories von Leuten gemacht werden, die wirklich gut, ich weiß, da wird sich dann immer drüber lustig gemacht von linker Seite über dieses ganze, ja, die entlarven und so, aber ganz häufig ist es ja so, wenn du in die Diskussion mit Faschisten kommst, dann kannst du auch ganz gut über bestimmte Argumentationsstränge natürlich dafür sorgen, dass die Leute im Endeffekt zu ziemlich abstrusen Aussagen kommen oder wirklich mal einfach ihre bürgerliche Maske fallen lassen und sich als die Menschenfeinde zeigen, die sie sind und das auch gut nach außen präsentieren kannst. Aber das ist natürlich was einfach schwierig ist und ich glaube, deswegen verlässt man sich dann auch lieber auf diese große moralische Einordnung. Ich würde sagen, wenn man dann aber schaut, wie die Reaktionen darauf sind, dann funktioniert's eben nicht sonderlich gut. Und man muss ja auch dazu sagen, es ist ja was anderes, ob ich jetzt irgendwelche Nazis und AfD-Leute und was weiß ich für Menschen in jeder Talkshow rauf und runter einlade, wie es ja
faktisch dann auch passiert oftmals. Mhm. Und die dann halt in so eine Diskussionsrunde mit irgendwelchen anderen Politikern stecke, die dann irgendwie sich einfach so anblöken, da kann ich natürlich auch niemanden entlarven. Ist ja was völlig anderes, ob ich halt eine Reportage zum Beispiel mache über konkret, was deren Politik ist und was sie halt eben so machen und was ihre Aussagen sind und da wirklich probiere, investigativ dann da alles rauszubekommen, um ein komplettes Bild für den Zuschauer zu schaffen, das ist ja was völlig anderes. Und das ist der Unterschied, glaube ich. Und da kommt wieder diese Sensationsliste in den Spiel, wo dann keine tiefgehende Reportage über die Leute gemacht wird, sondern einfach nur so, ja, wir packen die in eine Talkshow und dann ist das ja immer dieses so, ja, du hast doch gesagt, dass das... Sagen Sie wirklich, die Leute sollen an der Grenze erschossen werden? Ja, also... Nein, sagen Sie jetzt doch, dass die Leute an der Grenze... Wenn Leute an der Grenze erschossen werden. Das haben Sie doch gesagt. Wollen Sie das nicht nochmal... Aber das ist ja genau die Medienstrategie von der AfD und so weiter. Dass die halt diese krassen Aussagen tätigen. Dann werden die eingeladen. Und dann sagen die natürlich was ganz anderes, was ganz harmloses und was vielleicht sogar sinnvolles, wo die Leute am Fernsehgerät sagen, ja, stimmt doch, und warum wird er jetzt so drauf rumgehackt? Aber das ist ja genau diese Medienstrategie von denen. Und da fallen halt diese öffentlich-rechtlichen Kanäle dann auch total drauf ein. Ja, natürlich, aber vielleicht noch als anderen Punkt, der, glaube ich, da recht wichtig ist, ist auch einfach, dass wenn du halt wenig Bildmaterial einfach von dem Thema hast, das du gerade behandelst, und ich möchte jetzt auch wirklich nicht so ausweiten, irgendwie was jetzt an Funk schlecht ist, ich weiß, da regen wir uns gerne drüber auch auf, gerade wenn wir jetzt Reportagen vom Y-Kollektiv entgegen denen, die dann von Steuerung F ist ja auch ein Funkformat gucken. Da gibt's ja wirklich zahllose Beiträge inzwischen, warum Funk in ganz vielen Sachen ganz blöde Formate produziert. Aber ich glaube, das muss man vielleicht noch dazu sagen, dass es auch einfach an einer gewissen Unfähigkeit der Leute selber liegt, gutes Medienmaterial zu beschaffen. Und dann kannst du das eben sehr gut damit füllen, dass du einfach sagst, ich fahre jetzt nach XY und während der Fahrt habe ich mich nur von Snickers Peanut Butter und Dr. Pepper ernährt und jetzt ist mir ganz übel, wenn ich da ankomme und deswegen sind wir dann doch nochmal zurückgefahren, weil ich brauchte meinen Kamillentee gegen die Übelkeit. Das ist halt so ein bisschen auch einfach das Konzept dahinter. Plus natürlich auch eine gewisse Nahbarkeit, die dadurch entsteht, weil wer kennt das nicht, auf Reisen nur auf Snackautomaten und Dr. Pepper angewiesen zu sein. Ja, aber das ist halt, aber das ist halt so eine Nahbarkeit, die irgendwie aus so einem Journalistikstudium entstanden ist, wo dann die Leute irgendwie eingeprügelt bekommen haben, dass sie nahbar sein müssen und dann machen ich sie. Ich weiß nicht, wie diese Studiengänge ausschauen. Bearbeiten sie einfach ihr idiotisches Leben, was mich halt überhaupt nicht interessiert. Wenn ich zum Beispiel eine Dokumentation über Vergewaltigung auf Luxusjachten von Superreichen mir angucke, dann will ich halt nicht wissen, wie es diesem Journalisten auf der Reise zu diesen Luxusjachten ergeht. Das ist mir halt wirklich scheißegal. So. Leute, ich habe gerade, wir haben gerade den Turbus vollgetankt von Funk und das Benzin, das hat 1,95 gekostet. Scheiße, Leute, ich kann euch nur sagen, fahrt nicht zu Aral, fahrt zu einer freien Tankstelle. Ja, natürlich. Aber vielleicht, um nochmal so ein bisschen auf die größere Ebene von dem Ganzen zu kommen. Was würden wir denn jetzt eigentlich sagen, ausgehend von dieser Medienlandschaft? Wie sollten Medien einmal später in der befreiten Gesellschaft aussehen? Aber auch, was wären Sachen, die wir jetzt an Medien, an Journalismus fordern würden? Ja, ich denke, für diesen Jetzt-Zustand lässt sich ja eigentlich auf dieser öffentlich-rechtlichen Geschichte aufbauen. Man könnte ja da also eine wirkliche Reform anstreben, dass man eben sagt, gut, diese Gremien müssen halt unabhängiger besetzt sein, als sie es jetzt sind. Wir müssen also die Verstrickungen mit der Politik, mit den Unternehmen müssen wir halt auch aufdecken und müssen halt das breiter aufstellen, so dass eine wirklich breitere und reale Kontrolle der Öffentlichkeit über diese Kanäle existiert. Das finde ich tatsächlich auch eine spannende Idee, weil ich hatte mir auch, während ich mich mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk beschäftigt habe, dann auch die Frage gestellt, wie wird das jetzt eigentlich aussehen, wenn man sagt, wir möchten jetzt eine Reform, das Ganze soll basisdemokratisch sein. Wo man ja auch leider sagen muss, dass das eben vor allem eine Sache ist, die aktuell eben von rechts kommt, als eine Alternative zu
der allgemein ablehnenden, wie man, wenn man so möchte, GEZ-abolitionistischen Haltung von, das soll alles der freie Markt regeln, gibt's ja auch von rechter Seite die Forderung, das Ganze müsste jetzt basisdemokratisch ausschauen. Und das wird natürlich auch seine eigenen Probleme mitbringen, wie beispielsweise dann eben, wenn man jetzt sagt, wir sollten alle eben darüber abstimmen, ob ein bestimmtes Format beibehalten wird und ab so und so viel Gegenstimmen wird das dann abgeschaltet. Das bringt natürlich all die Probleme mit, die auch eine basisdemokratische Herrschaft über andere Sachen im Jetzt bedeutet, wenn man da an die Schweiz denkt und die rassistischen Gesetze, die eben durch sehr viel Medienarbeit dann eben von den rechten bis rechtsradikalen Parteien dann durchgesetzt wurden. Klar, da gibt's auch keine einfache Antwort drauf, ist ja klar, ne? Dass das, was die Medien angeht, auch ein Bewusstwerdungsprozess ist, der ein Wandel ist, der nicht einfach losgelöst von Veränderungen in der Allgemeingesellschaft sein kann. Weil natürlich ist die Medienlandschaft ja auch ein gewisser Spiegel von der Gesellschaft insgesamt. Außer wenn sie jetzt einfach von einer Zentralgewalt halt zerschlagen wird. Wie das in Deutschland nebenbei, das sollte man trotzdem auch mal mit erwähnen, mit Russia Today ja tatsächlich passiert ist. Also Russia Today wurde ja verboten in Deutschland. Ich sag's nur als ein Beispiel für, dass eben auch Pressefreiheit in Deutschland jetzt im Kontext des aktuellen Krieges ja nicht 100% ist oder so. Wo man ja auch spannend dann drüber sprechen kann, dass eben das unter dem Schlagwort dann gemacht wurde, dass Russia Today oder RT Deutsch dann hier Desinformation betreibe. Ja. Was auch immer dann Information und Desinformation in dem Fall ist, ohne, ne, kennen alle RT Deutsch, also müssen wir jetzt nicht drüber sprechen, was da vertreten wird. Und was ich ganz wichtig finde, ist, wie wir das auch in allen anderen Bereichen sagen, egal ob es jetzt den Wohnungsbereich ist, den Bereich der Lohnarbeit oder im Gesundheitsbereich, die großen Medienkonzerne müssen zerschlagen werden, die müssen kollektiviert werden, die müssen enteignet werden und das kann man ja auch, sag ich mal, als Reformprozess kann man denen ja auch Macht entziehen. Ne? Da würde ich auf der einen Seite sagen, klar, ist es auf jeden Fall wichtig, eigene Gegenöffentlichkeit zu schaffen, so wie mit so Projekten, die wir jetzt machen, aber auch andere Projekte. Das ist mega wichtig. Es braucht auf jeden Fall mehr unabhängige Medienprojekte, auch von dem Öffentlich-Rechtlichen. Und da muss man ja auch wirklich sagen, da hat das Internet natürlich auch noch positive Entwicklungen bedeutet. Natürlich gibt's auch jene unter euch, bestimmt auch unter unserer Hörerinschaft aus der anarchistischen Bewegung, die jetzt sagen werden, ja, aber damals, als wir noch einfach nur die Zeitung drucken mussten und an der Ecke verteilen würden, das hatte auch Vorteile. Aber man kann schon sagen, dass natürlich das Internet auch eine gewisse, im Guten wie im Schlechten, Demokratisierung eben von Content-Erzeugung bewirkt hat und von eigener medialer und journalistischer Öffentlichkeit. Ohne das jetzt irgendwie als einfachen tatsächlich freien Markt darstellen zu wollen, sondern eben natürlich ist das immerhin noch ein freier Markt, so wie er auch hier existiert und eben die mit viel Kapitalanlage, die Netzwerke sind da natürlich dann auch einfach am besten aufgestellt, was wir ja auch dadurch sehen, dass eben die ganzen kleinen Content Creator, die es vorher eben viel dann im Internet, auf YouTube etc. gab, jetzt auch hier in Deutschland, genauso wie die Zeitungen, die schnell online waren, von eben den großen Medienhäusern vertrieben werden oder eben von den öffentlich-rechtlichen Organisationen, die jetzt auf den Markt kommen und sagen, okay, wenn unsere Printausgaben oder unser Fernsehradioprogramm nicht mehr geschaut wird und keinen Absatz mehr macht, dann weiten wir uns eben selber aufs Internet aus. Ja, das muss auch noch vielleicht nochmal betont werden, was du jetzt letzt gesagt hast, da haben wir noch zu wenig, denke ich, drüber geredet, dass wirklich, was dieser freie Markt in Anführungsstrichen denn jetzt hier nochmal bedeutet auf dem, in der Medienlandschaft. Der freie Markt bedeutet natürlich, wie in allen Bereichen der Gesellschaft, anderen Bereichen auch, dass derjenige mit dem größten Portemonnaie hat die größte Reichweite, die größte Macht. Umso weniger Money du hast, umso weniger Einfluss du hast, umso weniger kannst du natürlich auch Medienprojekte aufbauen, die wirklich eine große Reichweite haben. Natürlich gibt es immer mal irgendwelche Zufallstreffer, irgendwelche Portale, Formate, die dann auch von kleinen Leuten aufgebaut werden, die dann plötzlich durch die Decke gehen. Aber im weitesten Sinne hast du ja natürlich eine viel, viel, viel bessere Ausgangslage. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Reformpunkt, dass man eben sagt, das muss man möglichst entkoppeln, so wie wir es auch im Gesundheitsbereich oder in anderen Bereichen entkoppeln müssen von dem Gewinnstreben und von dem wer hat das größte Portemonnaie, sondern das ist eine unabhängige Subventionierung von Medienprojekten halt gibt, die nicht gekoppelt sind an irgendwelche Bedingungen.
das vereinfacht wird, dass einfache Menschen aus der Bevölkerung Medienprojekte machen können, ohne dass sie an irgendwas angeschlossen sind oder so. Und das ist halt eben so ein Aufbrechen von Gewinnorientiertheit in Produktion von Medien gibt. Also dass eben die entsprechenden Medienkanäle eben in einer möglichst breiten Kontrolle der Bevölkerung stehen und diese einfach nur dafür existieren, Informationen zu verbreiten, Kultur zu schaffen, zu unterhalten, ohne auf dem freien Markt konkurrieren zu müssen. Tatsächlich eine spannende Frage für das Jetzt, finde ich noch, und ich denke, damit können wir das auch gut abschließen, ist die Frage von Pressefreiheit. Du hast es ja gerade schon einmal angesprochen bezüglich RT Deutsch. Und das finde ich auch nochmal eine spannende Entwicklung bei dem Ganzen, dass es sowohl jetzt eben im Zuge vom Ukraine-Krieg und Mobilmachung so der deutschen Öffentlichkeit gegen dann Sender aus dem Feindesland, das ist natürlich auch eine viel stärkere gewünschte Einschränkung von Medien eben aufgrund dem Vorwurf sowohl Hate Speech als auch jetzt sehr wichtig Fake News im Zuge von der Corona-Pandemie kam. Und ich finde, bei solchen Sachen muss man immer ganz genau drauf gucken, was da gerade eigentlich rechtlich neu abgesteckt wird, weil das eben auch für uns als Revolutionäre, als Fortschrittliche, als anarchistische Kräfte ganz zentral ist. Weil nur, weil es dann in diesem Fall jetzt Neurechte, Corona-LeugnerInnen oder Befürworter des russischen Imperialismus trifft, ist es so, dass historisch und auch in der Zukunft es eben vor allem uns treffen wird. Uns eben all jenen, die diese Zustände aufheben und eine bessere Gesellschaft erschaffen wollen. Und das dürfen wir wirklich bei dem Ganzen nicht vergessen. Ich sag nicht, dass es nicht irgendwie, wenn wir jetzt hier von öffentlich-rechtlichen Reformen oder so sprechen, dass es nicht einen Ethikrat oder so in dem Ganzen geben sollte, der jetzt sagt, also nur weil jetzt es gerade eine sehr starke rassistische Stimmung in Ostdeutschland gegen eben ein neues Asylgesetz gibt, sollte es deswegen jetzt auch pro-rassistische Propaganda geben. Und dass man natürlich da auch immer zu einem gewissen Grad sagt, okay, hier müssen wir jetzt intervenieren gesellschaftlich. Und man sagt nicht, aber ja gut, ist halt basisdemokratisch jetzt abgestimmt und alles gut. Sondern dass man natürlich auch aktiv dafür streitet, dass in diesem Medium fortschrittliche, emanzipatorische Inhalte produziert werden. Aber gerade wenn es eben um so eine gesetzliche Regelung geht, dann wird es auch für uns vor allem schwierig. Weil es reicht schon, dass wir auf dem freien Markt eben immer eine schlecht verwertbare Position sein werden. Dann brauchen wir eben nicht noch staatlicher Eingriff, der uns dann genauso als angebliche Fake News treffen kann. Ja, zum Abschluss sprechen wir nochmal über unsere Perspektive, wie denn Medien in einem anarchistischen Kommunismus aussehen würden. Es würde natürlich auf jeden Fall eine Pressefreiheit geben, die, ich denke, da kann man natürlich, wenn man so einen Prozess hin zu einer befreiten Gesellschaft beschreibt, wird es in so einem Kontext von so einer revolutionären Situation sicherlich auch zu punktuellen Einschränkungen und Einschnitten für reaktionäre Presse, für faschistische Presse und so weiter kommen. Das ist, denke ich, klar, dass man dann in bestimmten Situationen das machen muss. Ganz spannend finde ich hier zum Beispiel, dass während der Märzrevolution 1920 im Ruhrgebiet, da gab es auch dann teilweise Zensur, aber die wurde tatsächlich öffentlich gemacht. Also die haben dann klar gekennzeichnet, was sie zensiert haben in reaktionärer und rechter Presse, indem die das halt dann so tatsächlich so zensurmäßig markiert haben. Und das ist halt ein ganz, ganz spannend als einfach nur Gedanke, weil vorher gab es auch Zensur, nur da wurde das halt quasi dann gefüllt mit Anzeigen oder so. Also da wurde dann zum Beispiel aus linken Zeitungen musste das dann rausgenommen werden, das zensiert wurde und damit irgendwas anderem gefüllt werden, damit man das halt nicht so erkennt zum Beispiel. Dass man damit halt dann einfach zum Beispiel offen umgeht, weil es kann natürlich Situationen geben, wo es um Leben oder Tod geht in so einer Übergangsphase zu einem anarchistischen Kommunismus, wo man dann auch solche Schritte gehen muss, um einfach einen Vorteil gegenüber den reaktionären Kräften zu erlangen. Aber für die Gesellschaft selbst, wo es ja dann durchaus vielleicht auch noch eine kleinere rechte Opposition geben kann oder Presseorgane verschiedener sozialistischer Organe, das ist ja auch nicht selbstverständlich, da muss es eine hundertprozentige Freiheit geben, sich zu äußern. Weil wie wir das eben in autoritärsozialistischen Gesellschaftsversuchen erlebt haben, in der Sowjetunion und so weiter, da waren eben dann vor allen Dingen die anderen sozialistischen Kräfte ja auch sehr stark von Verfolgung, was Meinungsfreiheit, was Pressefreiheit anging, betroffen.
Und das verwerfen wir als Anarchisten sehr deutlich und sagen ganz klar, dass jeder und jede sich die Möglichkeit haben muss, frei zu äußern. Und das ist ein sehr ganz zentraler Wert für uns. Ja, und natürlich muss man auch nochmal allgemein sagen, so wie auch in dieser jetzigen Gesellschaft, und ihr seht es ja, dass im Endeffekt die Medienlandschaft ein Abziehbild von dieser Gesellschaft ist, kann man das natürlich auch allgemein über eine Medienlandschaft im anarchistischen Kommunismus sagen. In einer Gesellschaft, die nicht mehr auf Konkurrenz basiert, die im Endeffekt ökonomisch harmonischer, also natürlich ist dann immer die Frage, kann man hier von einem Ideal von einer harmonischen ökonomischen Gesellschaft sprechen? Nein, aber sehr viel harmonischer und eben nicht konkurrenzbasiert ist. Genauso wird dann auch natürlich das, was dort berichtet sein. Es wird nicht mehr versucht werden, über andere Gebiete Propaganda zu machen. Es wird nicht mehr einfach nur über irgendwelche Katastrophen aus einem anderen Staat so berichtet, dass man dort im Endeffekt dann Aufbauhilfe leisten muss, um das wieder wirtschaftlich herzurichten und nutzbar zu machen, etc. Und im Endeffekt all das nur einem bestimmten anderen Interesse gilt, diese Informationsweitergabe, sondern dass diese Informationsweitergabe tatsächlich einfach nur dafür passiert, dass man eben sagt, hier sollen Informationen an den jeweiligen Mensch gebracht werden. Und vor allen Dingen wird die gesamte Medienlandschaft unter ArbeiterInnenkontrolle sein. Das heißt, hinter jedem Medienformat wird, außer es gibt natürlich auch vielleicht kleinere Formate, wo nur einzelne Leute hinterstehen, aber wird ein Rat in irgendeiner Form dahinter stehen. Wo also es auch zum Beispiel zu einer Dezentralisierung der Medienlandschaft sicherlich kommen wird. Wo es dann zum Beispiel wieder viel mehr so für einzelne Viertel, für einzelne Städte. Ich meine, wir haben in Dortmund haben wir jetzt gerade 2 Stadtzeitungen. Das ist nix. Das ist gar nichts. Wahrscheinlich würde es halt dazu kommen, dass es für so ein großes Gebiet wie Dortmund würde es eine Fülle an Medienangeboten geben, die dann für die Stadt auch produzieren und sich mit dem Alltagsgeschehen der Stadt und was für Dortmund dann eben wichtig ist, Auseinandersetzung, das eben unter ArbeiterInnenkontrolle. Natürlich kann es dann auch überregionale oder muss es auch überregionale Formate geben, die sich mit dem Weltgeschehen oder mit dem Geschehen in einem großen Gebiet, noch größeren Gebiet als Dortmund jetzt zum Beispiel, beschäftigen. Aber das ist eben auch ganz zentral unter ArbeiterInnenkontrolle und nah an der sozialen Realität der Menschen und eben das, was die Menschen interessiert, weil natürlich auch an den Bedürfnissen würde ja auch diese Medienproduktion entstehen. Es würde eben das entstehen, wonach die Menschen sich sehnen, was sie halt einreichen als Bedürfnis, was sie gerne sehen würden, was für Formate und was für Geschichten sie realisiert haben wollen. Und jetzt gerade ist es ja auch oftmals so, dass einfach sehr viel Dreck produziert wird, wo auch künstliche Bedürfnisse geschaffen werden oder wo bestimmte Sachen einfach total asoziale Formate sind. Ja, ist ja einfach so, ne? Die es halt wahrscheinlich auch so nicht mehr geben würde, wenn man dann so einen Elendstourismus jetzt daran denkt, diese ganzen Formate Bau sucht Frau und was weiß ich für ein Dreck. Ja, ich meine, ich störe mich immer so ein bisschen an dieser Formulierung künstliche Bedürfnisse, weil ich glaube, ja, kann man jetzt lange drüber sprechen, ob es überhaupt noch natürliche Bedürfnisse in einem Kapitalismus gibt. Aber Bedürfnisse ist da eigentlich genau das richtige Stichwort, weil das muss man vielleicht auch nochmal sagen, um auch diesen ganzen Punkt mit eben dem eigenen blinden Fleck bei der Neutralität da aufzugreifen. Ich glaube auch, dass in einer anarchistisch-kommunistischen Gesellschaft viel offener einfach damit umgegangen wird, dass dort eine Person oder eine Personengruppe mit bestimmten Bedürfnissen hintersteckt. Ja. Dass man eben nicht mehr sich diesen Schein der Neutralität geben muss und sich irgendeinem anderen großen Kollektiv und deren behaupteten Interesse unterstellt, sei das jetzt irgendein Staatsvolk, sei das eine bestimmte Konkurrenz, sich durch Konkurrenz gegenüber anderen abgrenzende Gruppe in der Gesellschaft, sondern dass man einfach ehrlich damit umgeht, was da für Menschen hinterstecken. Hm. Weil eben, ja, in so einer Gesellschaft natürlich das Bedürfnis des einen nicht auf die Kosten der anderen umgesetzt wird, sondern dass eben dort dann auch so solidarisch wie überall funktioniert. Und ich denke, das ist doch auch eigentlich eine schöne Idee zum Schluss, wenn wir uns eben vorstellen, dass wir uns tatsächlich nicht mehr, wie es jetzt häufig der Fall ist, darüber aufregen müssen, was dann andere uns aus ihrem Leben präsentieren oder dort berichtet wird, sondern dass wir uns eigentlich über all das, was da kommt, nicht vielleicht jetzt immer freuen, weil es kann natürlich auch eine tragische Nachricht sein, aber uns tatsächlich einfach nur darüber freuen, das jetzt mitgeteilt zu bekommen. Ja, und wir hoffen natürlich, dass ihr euch auch gefreut habt, das hier heute von uns mitgeteilt zu bekommen.
Natürlich sollten wir das auch jetzt schon in die Hand nehmen, das ganze Mediengeschehen. Wie wir es auch gesagt haben, es ist total wichtig, dass wir als anarchistische Bewegung eine unabhängige Medienlandschaft in allen Bereichen aufbauen. Das ist ein ganz, ganz zentraler Teil unseres Kampfes. Das ist nicht nur eine Reformbestrebung oder eine Sache, die wir irgendwann später mal schön haben sollten, sondern wir wollen ja jetzt auch starke Medienprojekte schaffen, die unsere Ideen, unseren Kampf, unsere Praxis und unsere Weltanschauung möglichst umfangreich und professionell darstellen. Und in dem Sinne hoffen wir natürlich auch, wie immer, auf eure Unterstützung. Verbreitet das Projekt hier weiter, unterstützt uns auch gerne finanziell, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, damit wir das hier weitermachen können und weiter professionalisieren können, und startet eigene Medienprojekte. Wir hören uns und sehen uns bald wieder. Glück auf. Glück auf.